dem Motorrad so schön querfeld ein. Also ich hab mich schon gewundert, warum ich noch nicht beschossen wurde. Gibt's eine Möglichkeit, schneller zu schwimmen? Nein. Nein? Rucksack wegwerfen. Bist du leichter? Da damals wurde ja der Rucksack geklaut, wenn du schwimmen warst. Ja. Da müsstest du mal Origin spielen und von der Insel bis zu Sektor B schwimmen. Ne. Die eine Basis, die wir übrigens in der Stadt unter uns da letztens gesehen haben, die wurde übrigens weitergebaut. Die so eine Scheune mit ins Haus gebaut haben. Ich sehe da schon kommen. Ich bin jetzt nachher irgendwann mal in 5 Minuten bei diesem Boot, was hier hinten ist. Und dann hat es kein Benzin oder so. Das ist normal. Da landen, sehr wahrscheinlich. Ja. Da landen schon wieder 2 in Elektro. Ach du Scheiße. Hast du denn mittlerweile eine Waffe? Nein. Das ist schlecht. Makarov ist nicht so gut. Hier schießen sie rum. Mit dem Gunner. Ja, dann sagst du, sollen warten. Okay. Sie sollen warten auf Dalo, der möchte erschossen werden. Ich will wenigstens wieder die Chance haben zu schießen. Überhalb von Balota, nördlich also. Hörst du mein Motorrad schon? So nee. Wie jeder andere auch. Ja, sind noch 2 Kilometer. Ein Rasenmäher. Schade, dass man in dem Spiel halt nicht aus dem fahrenden Motorrad abspringen kann. Ja, ich weiß, das kann man, aber dann stirbt man. Ja, okay, das ist eine andere Geschichte. Oh, da wird schon wieder geballert. Da wird richtig rumgeballert. Das Einhorn schon wieder. Der hat schon einige Leute getötet. Scheiß Einhörner. Ich bin jetzt in Boar. Und ich glaube, ich mache gleich einen Überschlag. Ah, toll, hier gibt's nichts mehr zu holen. Doch, ich schieß dir was. Okay. Oh Gott, ich höre noch was anderes. Ja, das Boot funktioniert. 1,6 Kilometer, okay, soll ich jetzt schon laufen oder noch? Nee, noch nicht. Da geht noch was. Auf dem Airfield direkt laufe ich die ganze Zeit rum, hier ist nichts, also. Oh, jetzt muss ich den Wald schaffen. Mal gucken, wo ich jetzt überhaupt hinfahre. Wo soll ich hinkommen? Ist noch jemand in Elektro von euch? Yep. Place. Ich kann dich mit dem Boot abholen. Oh, ich denke, so lange werde ich nicht mehr leben. Okay. Ist optimistisch. Der Blaze. Aber natürlich. Oh! What? Das Motorrad schob nicht nach links und ich bin voll gegen Baum gefahren. No. Aber es ist nichts passiert, komischerweise. So, auf der Fire Station steht jemand, der wird gleich ballern. Yep, bin down. Na, wenn mal. Aber ich wurde wenigstens, steht wenigstens nicht da, von wem, ne? Ja, sehe ich nämlich auch gerade. Ich wollte nämlich gerade wissen, von wem. Es war komisch. Ein Schuss, ne? Ja, gut. Hacker. Mit irgendwas gesilenceden. Echt, ist das bei Silence-Waffen so, mit Schalldämpfern, dass da nicht steht, von wem das kommt? Nee, normalerweise nicht. Das war jetzt ganz halt kurios. Nicht, backt halt manchmal, also. Es gibt noch eine Möglichkeit, die aber sehr dumm wäre, dass er dich auf 1 HP runtergeschossen hat und du dann direkt verblutet bist. Dann kriegt er den Kill nicht. Nee, ich habe instant die Message gehabt. Los, Motorrad, roll! Benzin leer oder was? Nee, der Reifen hat's doch erwischt und der Berg war so steil, dass ich sowieso noch mit Fullspeed weitergefahren bin. Okay. Ja, dieser. Arashim oder wie er heißt. Mongo, sag jetzt, hat du mal leicht verschwinden lassen? Wie schreibe ich in den Side-Channel? Auf Bindestrich. Aber dann musst, also du musst halt zwischen Punkt und Komma den Channel wechseln. Hab ich schon. Achso. Ich kann nichts an. Kann dir doch egal sein. So, ich bin jetzt überhalb von Balota in der Stadt. Ich bin jetzt zwischen Airfield und Balota, also es ist ja. Zwischen Airfield und Balota. Ja, in dieser Apfelplantage. Wenn ich da durchlaufe, müsst ihr eigentlich das Airfield sehen. Echt unhöflich. Ihr schießt mich ab und versteckt meine Leiche. Das ist aber nicht sehr. Das ist nicht die feine Englische. Schießen ja, aber verstecken, nee. So. Ist doch eh Epoch. Hier findest du doch in jedem Auto wieder alles, was wir hatten. Na, einmal eine Mission vorbeigehen, die Reste abkrabbeln und dann hat sie wieder alles.
Ich bin kann ich jetzt eigentlich mal irgendwann woanders spawnen, außer in Elektro? Ich bin, komm an was, komm zum Wasser. Ich bin hier mit dem Boot bei Elektro. Mit einem Ruderboot, aber. Ja, mit einem Ruderboot. Nein, das ist ein motorisiertes. So, wo bist du, Dardosch? Bin bei der Fire Station, also gleich. Eine Fire Station? Achso, aber innen auf dem Airfield. Ja, ja. Generous Balota. Und dann auf dem Kaffee bleibst. Wo in Leck, wo bist du denn? Hinten an der Fire Station. Bin hinter den Hangars. Ach, hinten an der Fire Station, ja. Okay. Yep. Hinter den Hangars. Alter, hier ist jemand. Wo? Der ist rausgelaufen. Ich höre Schüsse. Ja, wohin ich hab geschossen. Vor, aufs Airfield, nee, hinter die Fire Station. Springst du gerade noch, Blaze? Bitte? Ist die Fire Station weit weg? Bist du gerade noch im Flug? Nein. Nö. Achso, ja, da kommt nämlich einer in deine Richtung geflogen, ne, von oben. Ach, das ist mir fast klar. Dann läuft das. Also. Moment, da steht ein Sniper geschossen. Ja, da schießt ein Sniper, das bin ich nicht. Da läuft auch der Typ, er läuft direkt auf mich zu, der blutet. Okay. Wow. Ich hab ihn, glaube ich. Ach, du hast geschossen, nice. Nein, oder? Hab ich ihn? Ich weiß es nicht, aber hinter mir ist noch ein Sniper und von dem will ich jetzt gerade weglaufen. Ja. Ein zwei Sniper, aber ich hab ihn auf jeden Fall angeschossen. Komm schon, wo ist ein Loch im Zaun? Loch im Zaun, Loch im Zaun. Nein, 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 kein Loch im Zaun. Ich laufe jetzt durch den Wald auf den in Richtung der Sniper. Da hat jemand geschossen. Auf mich wird auch wieder geschossen, ja. Mit der Sniper. Anscheinend gehören die aber beide zusammen, weil der Typ, der vor dir weggelaufen ist, der ist direkt straight zu dem Sniper gelaufen. Ja, ist okay. Ich versuche den jetzt mal zu holen. Bleib du in Sicherheit. Also mit welcher Waffe willst du den holen? Ich habe eine SA. SA-58V. Da oben steht noch ein Zombie still. Ja, ich guck auch gerade. Bist du noch am Leben, Blaze? Den Franzosen-Zombie links, der steht still. Kommst du zum Wasser? Rechts sein. Ja, ich grause nur einmal kurz die Schule ab. Genau bist du, damit wir uns nicht anschießen? Ich flankiere gerade von rechts quasi, also ich gehe gerade dem Wald außen rechts entlang. Ich war mir sicher, dass ich ihn auf jeden Fall einmal angeschossen hab. Mhm. Da liegt ein toter Spieler auf dem Airfield. Hast du damit was zu tun? Nein, ich hab damit nichts zu tun. Hast du damit was zu tun? Jetzt hab ich auch noch Akku, Alter. Und der Spieler ist noch nicht zu Knochenmehl geworden. So, raus hier. Du hast den an der Fire Station. Warst du schon in der Fire Station selber drin? Ja, ja, ich war schon überall. Also alles leer, ja? Ja. Da, ja, Lukas. Er ist tot. Ja. Stone Cold. Ja. Okay. Verblutet wie ein Hast du auf den Sniper geschossen? Auf den? Nee, auf den, der weggerannt ist. Der Sniper hat auch geschossen, deswegen bin ich dann schnell abgehauen. Ja. Können wir nicht eine Base auf irgendeine einsame Insel machen oder so? mit dem Boot fahren? Zur Stadt? Ich muss, als ich ihn getroffen habe. Wenn du mal das Boot verlierst, dann musst du schwimmen. Ja, und das ist richtig nervig, schwimmen. Ja. Das Schlimmste, was den Daisy machen kannst. Ja. Dich aber auch nicht mehr dadurch. Ich bin ganz oben im Wald jetzt. Ich guck mal die Bäume durch. Nicht, dass du mich irgendwann so zwischen den Wäldern siehst. Ich glaube nämlich auch in den Wäldern. Ihr seid ja im Balota immer noch, oder? Ja. Mhm. Ja, dann fahren wir jetzt da mal hin. Ich bin gleich unten am Wasser. Jo. Ich werde schon wieder verfolgt von so einem Waldschrade. Mal gucken, wo genau du dann bist. Und wo ist die räudige Leiche? Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, der hatte gar nichts, überhaupt gar nichts. Das kannst du gar nicht wissen. Okay, Bandage. Der direkt eigentlich vor dir, glaube ich. Dass er eine Kohle hatte oder so. Ja. Wir erkennen uns gegenseitig gar nicht, oh, oder? Kann das sein? Wo? Ich höre ihn schießen. Ja. Oder dich. Ich bin das. Hab ihn einmal erwischt. Bist du der mehrmals ballert? Ja. Ich habe ihn ein paar Mal erwischt. Er ist tot, glaube ich. Verlässt er mich jetzt? Er ist tot. Ja. Gillies Suit hatte er an. Verlässt mich der genau Crabs hier einfach schwimmen? Er ist den Ball. Ich seh dich. Ja, genau. Ich laufe gerade zu seiner Leiche.
Deckst du mich ein bisschen? Ja, sag mal, bewege ich mich noch? Yep. Gebe Backup. Warte, ich hab dich gerade aus den Augen verloren. Ja, ja, ich bin jetzt hier wieder. Oh, da kommt noch einer, gelaufen, ne? Ah, nee, du bist gerade an der Leiche, ja, ne? Ja, ich bin an der Leiche. Schon. Ich werd beschossen. Einer Schüsse von rechts, von dir aus links. Ja, ich bin tot. Scheiße. Ich sehe ihn nicht. Ist das Ding voll? Kannst du damit schießen? Aber natürlich. Hast du ihn noch irgendwas nein, gesehen? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich bin tot. Entweder. Ne, er rennt. Scheiße, das ist noch einer mit dem Gilly. Scheiße. Der ballert wie wild auf mich ein, obwohl er mich nicht sehen kann. Ja, er hat eine MG, ne? Also. Dann wollen wir am Strand entlang. Ja. Komm, mach die Map zu mir. Der hatte auch einen Gilly und saß in einem Busch drin. Ja, ja. Denk dran, du hast die Sniper, ne? Behalte die Leiche ein bisschen im Blick. Vielleicht spawn ich gut, dass ich da irgendwie rankomme. Aber du solltest dich auf jeden Fall da wegbewegen. Irgendwie ja, ich rumlaufen. Muss schon wieder, so ein idiotischer Zombie ist schon wieder da. Fucking Zombies, ey, was sollen die in diesem Spiel überhaupt? Echt? Hier geht's eigentlich nur um die Spieler. Ja. Die verkackten. Ach Mist, ich hab jetzt echt gehofft, dass mein Name ist, dass ich ihn wieder angeschossen habe. Wir haben ein paar Mal geballert. Mhm. Er hat mich beim ersten Schuss nicht getroffen, deswegen habe ich fast kurz hatte ich die Hoffnung, dass ich da wegkomme. Ich weiß nicht, ob er zwei Waffen hatte, weil am Anfang hat er ja nur einmal geschossen. Nee, nee, das, nee, das war die. Die hatte oh, komm, da stehen immer so viele Nachrichten. Im 240. Oh nein. Hätte das Ding nicht schneller? Nee, leider nicht. Kann sein, dass wir uns jetzt ungefähr auf 5 Meter nebeneinander. Aber schneller als zu Fuß. Es kann sein, dass wir jetzt in derselben Tanne hocken. Ach, es wird doch schneller. Nein! Dalo, ich hab was. Scheiß. Da rechts ist ein Auto, wollen wir es mal angucken? Nö, die sind eh abgeschlossen, 100 Pro. Wenn der da so steht? Ja. Okay. Bist du noch weggerannt mit deiner Leiche? Also nee, nee, ich bin in der Tanne da an der Leiche. Dann liegt eine Tanne bei der Leiche. Oh nee, das ist so ein langsames. Einfach weiterfahren. Okay. Ich klatsche auf der Erde auf, ich hoffe, das geht damit im Respawn, ey. Ah, ja, will ich nicht machen. Ja, zu spät. Seid ihr noch im Balota, Jungs? Ich ja. Überhalb. Okay. Wir fahren da jetzt auch hin. Habt ihr Waffen? Nein. Nein, aber nackt. Wir haben okay. Ein Boot, was schießen kann. Aber nicht so weit. Ja, wir sind ja überhalb vom Balota gewesen. Also so. In der Stadt überhalb. Okay. Das da müsste deine Leiche sein. Bist du so ein blutendes Wrack? Ja, so komplett sein. Ja. Aus allen Löchern eventuell? Ja, genau. Ja, ich glaube, dann will ich das. Okay, dann habe ich dich. Komm, Gilly Gang, hol ihn dir doch. Da ist ein Franzosen-Zombie. In welchem Busch hockst du? Wer geht zuerst zur Leiche, zum Loot? Immerhin konnte ich einen töten. Wo bist du jetzt, dadurch? Ich spawne wieder neu, ich muss mich gerade töten. So. Hätte mich nicht abholen können, vielleicht. Der soll mal looten gehen, der Gilly Gang. Er hat wahrscheinlich sitzt er dir gegenüber und guckt genau auch die Leiche an. Ja, oder genau, oder er sieht mich schon. Nee, das glaube ich oder, nicht. Oder beide zielen halt auf den Kadaver. Genau, das wohl er. Weil er wartet auf seinen Kollegen und du wartest jetzt auf mich. Mhm, das ja aber dass von mit. Uns noch zwei kommen, ich hoffe, da wird zumindest irgendwas Schießbares im Ballot noch finden. Ihr habt aber keine Waffen. Ja. Also hier in diesem Boot ist auch, ja okay, Pumpgun-Munition. Aber vielleicht ist denen da hinten noch was anderes drin. Wollen wir mal reingucken? Nee, fahr einfach durch. Okay. Das Problem ist, wenn er sich ein bisschen umguckt, hat er bessere Chancen, mich in der Tanne zu erkennen, als ich ihn. Alter, ich bin... Also behinderter konnte ich nicht spawnen, ey. Jetzt wieder... Ich lass mich wieder... Wo bist du jetzt? Verquetschen. Nee, nee, ich spawn wieder neu. Ich bin ganz hier typisch Daisy Standalone gespawnt. Nordosten. Also da liegen zwei Leichen mit Beute. Und peng. Voll auf dem Baum. Also an der Leiche war übrigens eine M240. Das auf jeden Fall mit zwei Max. Ja, aber da kann ich nicht hingehen. Nee, 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 nein, ich sag halt nur, falls jemand einer von den anderen beiden dahin kommt, während du den Deckung gibst. Wobei das schwierig ist. Das ist schwer, er muss ja nur zuerst schießen. Ja, stimmt natürlich. Also wenn sie von der anderen Richtung aus kommen würden, könnte das funktionieren, dass sie den spotten. Aber wobei das halt ein Ghillie-Suit ist, ne? Ghillie-Suit ist mega ätzend zu spotten.
Muss man echt mal sagen. Also wir kommen aus der Meerrichtung, logischerweise. Ja, wir haben noch 1,9 Kilometer. Ich glaube, das Boot kann nicht über Land. Ich glaube aber nur. Mr. Gilly Gang. Muss die Tanne wechseln. Ach ja, eine Bootsfahrt, die ist schön. Eine Bootsfahrt, die ist toll. Wir müssen noch ein Stück. 1,3 Kilometer. Ja. Aber oben ist sehr viel. Ja, dann lass uns doch gleich eventuell hier raus, ne? Ah, da fliegt gerade jemand hin. Ich würde doch gerne auf den schießen, ne? Ja, mach das. Auf jeden Fall. Das kann der Kollege von denen sein. Macht alles weg, was in der Nähe ist. Egal, ob Freshborn oder nicht. Ah, Mist. Doch, auf mich wird geschossen. Nein, nicht sterben, nicht sterben. Ich rolle in den Wald rein. Komm. Wie kein zweiter. Ja. Nö, aber den triff ich nicht mehr. Der ist schon zu weit unten. Der ist schon im Wald. Wo er da jetzt hin, oder was? Nö, wir gehen jetzt aufs Airfield. Wie konnte er mich sehen? Und kannst du direkt wo? An den Strand anlegen. Ja. Vor allem war dann. Da läuft ein Zombie. Oh, da läuft ein Zombie hin. Das ist gut. Das ist gut, ja. So. Oh, der Gott, war in euren Leichen. Rein. Der war relativ nah an euch schon dran. Okay. Dann gucken wir einfach mal direkt aufs Airfield. Vielleicht finden wir irgendwas Schießbares. Drei oder werden Kilometer. Erschossen. Ich kann den noch mit dem Kolben meiner Waffe ans Überziehen. Drei okay, Kilometer, das ist zu weit. Ich spawne neu. Ich spawne Scheiß Gillian, neu. So fieser Vorteil. Ich spawne neu. Da geht der Zombie gerade hin. Boah, einen guten Spawn, ey. Kannst du mir geben, was sind das hier wieder für Bäume? Haben die keine Blätter, schon Herbst? Können wir doch nirgendwo hinlegen. Weil ja. Wenn die übers offene Feld. Ja, doch egal, ne? Er hat den Zombie gekillt. Da wäre mir eh nichts, von daher spielt das keine Rolle. Ja, okay, ich habe einen Haufen Essen dabei. Kommt der andere Zombie, der geht doch dann nochmal hin. In der Firestation einer Leiche war eine Remington mit einem Mac. Geil, nimm die. Besser als Double Bear. Da ja. Ist er! Töt ihn. Ich hab ihn getroffen! Töte ihn! Willst du in das Haus gehen, dann guck er blutet ich mal die Zelte da hinten an. Er blutet wie ein Schwein und der Zombie rennt weg. Blaze. Er ist tot! Bitte? Der Zombie futtert ihn! Ich guck mir dahinter mal die Zelte an, die hier hinter sind. Okay, dann geh ich gleich weiter. Ja, Mädels, geht jetzt hoch zu Dalu. Da könnt ihr jetzt die Leiche looten. Zwei Leichen. Okay. Beides Waffen. Aber im Moment, da haben wir ein Problem. Das ist kein Gilly Boy. Okay, der das hat aber einen Sniper. Der hat aber einen Sniper. Und also wir haben noch keine Kill Message, ne? Nee, er rollt sich gerade, er windet sich gerade nochmal hin. Okay. Ich treffe ihn auch nicht am Boden liegend. Er blutet, er ist am Arsch. Der Typ ist fertig. Ja. Die beiden Zombies. War das direkt hier? Wo waren? Welche Stadt waren das? Das kleine Dorf mit ein paar Häusern überhalb von Balota. Achso, das hier. Da an der Straße war der Kampf irgendwie. Okay, dann laufe ich da mal hoch. Das sind 400 Meter. Ja, das war direkt. Weißt du, wie der hieß, der dich erschossen hat? Nee, keine Ahnung, kam keine Message. Weiß jetzt nicht genau, wo du hin bist, Blaze. Ich laufe gerade zwischen den Zelten, wo du rein bist, und den Hangars gerade nach oben zu dem Dorf. Hey. Alter, 9 Kilometer, fick dich, Sonichi, L, das habe ich ja jetzt erst gesehen. Leute, ich brauche hier Hilfe. Nee, komm schon. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwas looten kann. Also wir haben drei Leichen hier schon mal, die bewaffnet sind. Nee, da komme ich gar nicht raus. Aber das war nicht der auf mich geschossen hat. Ja, vielleicht waren sie auch zu dritt, kann natürlich auch sein. Ja, das merkst du gleich. Ich laufe ja eh ohne Gear durch, ne? Wenn irgendwer ballert. Ja. Wenn du irgendwen mit einer schwarzen Mütze rumlaufen siehst, mit dem Basecap, dann weißt du, was los ist. Okay, also der wird gerade von den Zombies gefuttert. Schreibt dir einer, Dadosch. Dadosch, wieso schreibst du nicht zurück? Dadosch, du kannst doch nicht in der Aufnahme nicht schreiben. Naja, es tut mir leid, ich muss aber gerade die ganze Zeit respawnen. Knuddels, Raum 6. Knuddels. Ich laufe jetzt auch mal hier in den Wald rein nach oben. Ich weiß aber nicht genau, wo ich hin muss. So, wie heißt die Stadt? Ich bin jetzt in der Stadt. Wie heißt die? Nicht auf der Map gekennzeichnet. Das ist ein ganz kleines Dorf. Okay. So, und wo sollen hier Leichen sein? Warte, ich sehe euch noch nicht. Irgendwo an der Straße war das. Wenn ihr der Straße folgt, kommt ihr in dieses Dorf rein, ne? Ja. Und dann nochmal kurz aus dem Dorf raus hinten. Okay. Dann seht ihr mich. Ich gehe auf dem Hang. Ich bin jetzt an der Straße. Ich sehe dich, glaube ich. Ja. Bin links über dir. Du läufst ja ganz schön offen, ne? Ja, jetzt erst. In den ersten beiden Tannen liegt Dadosch und der eine Sniper-Kumpel. Da liegt eine M240 mit zwei Max.
Muss er irgendwo liegen. Und dann kannst du den Wald damit roden. Oder haben die Leichen geheidet? Nee, die liegen noch hier. Dadosch liegt zumindest hier, glaube ich. Unter der Tanne, das ist Dadosch. Ja. Und dann müsst ihr einen Ghillie-Suit nebenlegen. Nee. Doch, der Ghillie-Suit, den habe ich. Das ist der Ghillie, okay. Aber der hat eine SA-58. Ja, das ist meine Waffe, die habe ich gewechselt. Jo. Ich liege in der Tanne mehr drin. Ja, wir haben dich auch schon gefunden. Achso, okay. Nice, okay, dann habt ihr jedenfalls das Gear schon mal. Was soll ich denn in Elektro jetzt, Alter? Kann man den Dingens abnehmen, den Ghillie? Nein, ne? Nee. Kann man. Ja, Tech Clothing, steht das wie? Da? Normalerweise müsste man Tech Clothing machen, oder? Das geht hier nicht. Nee. Egal, wir müssen hier schnell weg, komm mal mit, ich zeig dir noch, wo die dritte Leiche ist gleich, wenn du das hast. Hab. Hier hoch. Ja, wo bin ich denn hier, ey? Was hast du für eine Waffe genommen, Blaze? SA-58 bisher. Da siehst du den, die Zombie snackt den gerade. Warte, ja, dann geht den Zombie tot. Mach den fertig. Ich guck mal eben in die andere Richtung dann. Und so ein kleiner Tipp, check immer dein Scoreboard, ob du noch einen Kill mehr hast oder nicht. Ab und zu rauf zu gucken. Kann ich den Zombie nicht töten? Du schießt gegen den Baum. Der Baum hat so eine dicke Hitbox. Ja, ich hab's mir gerade gedacht, ne? Hier. Das war der eine Sniper hat. Dann kann ich die Muni haben, wenn du die Sniper nicht nimmst, weil der hat dieselbe Sniper wie ich, glaube ich. CZ oder? Nee, SVD Camo, glaube ich. Nee, der hat DMR. Nice. Oh, darf ich die passt aber bei dir nicht. Aber die DMR, ich hatte zwei Max, ja, glaube ich, an meinem Körper. Ah ne, er hat die SVD Waffe, aber ein DMR Magazin, ne? Genau. Achso. Das heißt, er kann nicht mal seinen Abos antworten. Ich hab jetzt wieder einer. Ja, ich respawn die ganze Zeit, ich kann das gar nicht lesen. Hast du was drin gelassen in dem Typen? Nix Wichtiges. Die Waffen hast du mitgenommen? Ja. SVD auch? Ja. SVD hast du mitgenommen, ja. Also, was auf Eingang müsste noch hier sein, auch mit dem Ghillie. Ja, ich muss jetzt erstmal hier kurz. Aber der hätte auf uns geschossen, als wir die Leichen gelootet haben. Oder ich hab ihn doch an. Wie sehe ich denn das Scoreboard? Einfügen. Murders und Bandits einen. Ne, das sind die zwei. Zwei Leute habe ich ja gekillt. Und der eine, wo der rumgerollt ist, wart ihr jetzt mal da? Wie der rumgerollt ist, ja, der von den Zombies gefressen wurde. Ja, den haben wir gerade auch gelootet. Achso. Okay. Der die M40, ne? Ich verblute hier gleich, aber ich kann mich nicht bandagieren, weil ich immer noch diese scheiß Zombies am Arsch habe. Alter, ich spawn mega behindert. Ich glaube, das ist jetzt dieses kleine Dorf hier. Wir hören hier ich noch eine Leiche. Ist das in demselben Haus hier drin? Pass auf, wenn Krabs meint, er ist auch in dem kleinen Dorf, dann müssten wir ihn ja gleich sehen. Ja, weiß ich nicht. Hier ist halt ein kleines Dorf. Keine Ahnung, aber ich blute auch wie ein Schwein und hab Zombies hinter mir und werd die einfach nicht los. Dann bist du wahrscheinlich. Du bist, glaube ich, jetzt in Balota drin, kann das sein? Nee, bin ich nicht. Bin nach oben gelaufen. Also ich sehe dich nicht, ich bin jetzt auf der Straße. Ich bin jetzt hier an der Straße. Da. Ich sehe, da läuft doch einer. Wer ist das? Mhm. Der läuft da vor mir weg. Weglaufen? Wo? Ah, da! Und dann komm mal hier mit rein. Dieselbe eine Hütte. Die große. Ich sehe schon alles komplett grau. Da kommt übrigens ein Spieler bei Balota mit Fallschirm runter. Oh, wo? Macht sie alle weg. Ich sehe ihn, aber das Problem ist, wir haben überall Zombies. Ja. Ihr habt doch genug Muni mit der M240. Macht die Zombies weg. Ich muss erstmal hier Krabs bandagieren. Ja, Bandagen habe ich selbst dabei, aber ich hatte nie eine Chance dazu. Alter, meine Frage ist auch hochspannend, Alter. Der Fallschirmtyp ist genau bei uns gelandet fast. Der ist noch ein bisschen rübergezogen zu unserem Dorf. Hm. Der ist unten direkt bei dem Tower von der Dings gelandet. Da wird die Leiche. Ich komme jetzt mit drei Zombies rein. Vom Airfield. Die Zombies kommen hier relativ langsam rein. Ja, aber ich will ja raus zum Schießen. Den triffst du aber nicht mehr. Ja, ein Typen. Ja, wenn er da in den Tower reingeht und oben durchs Fenster guckt. Oh, ich hab die Enfield-Munition endlich. Endgame, yay. Aber ich sehe alles schwarz-weiß. Geh weg. Oh, 3 Rally, Alter. Junge, willst du mich verarschen, ey? Scheiße. War da jetzt noch irgendwo eine Leiche mit einer Waffe oder was? Oder soll ich die Enfield nehmen? Waffen haben wir. Der eine hatte nichts, außer die M40. So, können wir da runter snipern? Ja, kann man. Du kannst das richtig gut snipern.
Also ich sehe den Tower nicht. Was macht er denn jetzt? Oh, ich blute. Waffe wechseln nur im Stehen. Bitte nicht laufen.